So, liebe Sportfreunde, heute besuche ich einen der größten Meistern, die wir bis jetzt in unserer Taubensportgeschichte in unserer Provinz Ostflandern und über ganz Belgien auch, Sportfreunde, zurückfinden können in unserer Geschichte, nämlich Romain Legist und seine Frau hier rechts von mir, Sportfreunde. Ich bin stolz, hier mal auf Besuch zu kommen und wieder diese reine Janssen-Tauben-Sportfreunde, Janssen Arendonk, wofür Romain Legist immer bekannt, über die ganze Welt bekannt ist, wieder in der Hand zu kriegen. Und was kriege ich hier in der Hand, Sportfreunde? Nämlich nur Provinzialgewinner. Provinzialgewinner. Ich habe hier zum Beispiel den ersten Provinzialgewinner aus Blois in der Hand. Aus 2008 hat diese Taube, der ist von 2006 diese Taube, der Vogel Ringnummer 488, hat erste Provinzial gegen 1069 Alttauben geflogen, Sportfreunde. Aber an dem Tag macht Romain Legist auch zweite Provinzial mit den Jungtauben gegen 1480 Jungtauben und zweiten Provinzial gegen 1495 jährige Tauben. Drei Tauben zusammen Sportfreunde, in, sag mal, praktisch paar Sekunden Zeit konstatiert. Unglaubliches Ergebnis. Sie wissen höchstwahrscheinlich, die Provinz Ostflandern ist die Provinz mit der höchsten Taubenzüchteranzahl von ganz Belgien. Und in 2009, Sportsfreunde, Sie sehen, dass Frau Legist hier ein Blau-Scheck-Weibchen in der Hand hat. Diese Täubin, die fliegt erste Provinzial, Sportsfreunde, bei 1073 Alttauben. Und der dunkelgehämmerte Vogel, der Romain in der Hand hat, fliegt zweite Provinzial gegen auch diese gleiche 1073 alte Tauben. 2009 auch noch ein super Ergebnis, zweite National in der Zone A auf Argenton bei den Alttauben gegen 3682 Alttauben. So, Sportfreunde, die Janssen-Rasse in Kombination auch, kann man sagen, mittlerweile mit das Fienekeblut von Vervoort, Flor Vervoort. Und natürlich kann man sagen auch, dass die Legist-Tauben in Belgien und über die ganze Welt sich bewiesen haben, für eigentlich die Basis gesorgt haben für weltberühmte Tauben. Die haben dafür gesorgt, dass andere Schläge weltberühmt geworden sind. Und ein großes Beispiel ist natürlich Jan van der Pasch, der große Olympiameister aus Holland. Der große Meister Jan van der Pasch, der auch die Legist-Tauben in seinem Stamm mit reingebracht hat über Jacques Überbach. Und wir finden da in der Abstammung das goldene Paar Witoch Janssen von 79 mal das Buffeltje von 81 reichlich zurück. Und das sind auch noch die Tauben, womit Romain und seine Frau hier in die Provinz Ostflandern, sag mal, gegen ganz große Konkurrenz, das wissen wir alle, gewinnt und super Ergebnisse jedes Jahr erreicht. So, ich hoffe, dass diese kleine Film Ihnen gefällt, und für mich war das auf jeden Fall eine Ehre, neben der große Meister Legist mal am Tisch zu sitzen. Dankeschön.